Moin zusammen, herzlich willkommen. Heute geht es um das Thema Weathering bzw. auch die komplette Umgestaltung einer Lokomotive. Das heißt, wir starten mit einem Modell, machen dann eine Umlackierung, altern das Ganze, neue Decals drauf und kommen dann zu einem sehr, sehr coolen Ergebnis. Wir brauchen einen Regenschirm, eine Weihnachtskerze, ein Exemplar Lando Volk und einen Käse, möglichst alt. Thema. Und zwar habe ich euch ja die BR-258 von Märklin neulich mal vorgestellt als Diesellokomotive. Und die hatte ich mir gekauft, weil ich daraus eine Diesellokomotive der dänischen Staatsbahn machen wollte. Und jetzt seht ihr hier das Ziel oder wo soll es hingehen von der farblichen Ausgestaltung der Lokomotive her. Und da habe ich dieses wunderbare Bild im Netz gefunden von einer der Rangierlokomotiven der DSB nach der Umlackierung. Vorher waren die grün und wurden dann eben mit der neuen Farbgebung Anfang der 70er oder ab da dann umlackiert auf schwarz-rot. Natürlich auch nicht alle, ähnlich wie bei der Bundesbahn, hat das auch mal eine Zeit gedauert, aber das war mein Ziel. Das heißt, wir haben die grundsätzlich sehr dunkle Farbgebung. Ihr seht die Motorblöcke jeweils in schwarz. Ihr seht dann das rote Führerhäuschen mit den silbernen Fensterrahmen. Oben die Rundumleuchte, die kleinen schwarzen Handgriffe bzw. auch Griffleisten am Führerhäuschen. Und dann natürlich die drei Laternen vorne wie auch hinten. Und im unteren Bereich ein ganz, ganz leicht abgenutztes Fahrwerk. Das heißt, es ist größtenteils schwarz, hat aber so ein paar rote Stellen. Das war das Ziel. Und jetzt schauen wir uns mal an, was hatten wir denn als Ausgangsmaterial? Die Lokomotive, die mir zur Verfügung stand, war die DHG 700 von Märklin aus der Startup-Serie, beziehungsweise eben aus diesem Papacom-Spielen-Set. Wenn die euch interessiert, dazu gibt es auch ein eigenes Review, hier jetzt oben verlinkt. Das war aber mein Ausgangsmaterial, das heißt die Grundform passt, ist natürlich eine etwas andere Art Lokomotive, deutlich kleiner und so weiter. Klar, aber von der Grundidee sollte das eigentlich passen. So, was habe ich dann als erstes gemacht? Die ganze Lokomotive auseinandergenommen. Da hatte ich also dann vorne und hinten die beiden Motorenkisten. Wir haben dann darunter oder darüber quasi den Laufgang. Wir haben die Verkleidung vom Fahrwerk und wir haben natürlich das Fahrerhäuschen mit den Fenstern drin. Die müssen natürlich raus, bevor ich irgendwas lackiere. Und was man immer bedenken muss, wenn man was lackieren möchte bzw. ansprayen möchte, möchte ich natürlich eine etwas glattere Oberfläche haben. Das heißt, das Erste, was ich gemacht habe, ist hier mit Reinigungsbenzin und Pinsel wirklich das gesamte Modell von A bis Z einmal zu reinigen und damit eventuelle Fettfilme, Verschmutzung oder was auch immer aus der Vergangenheit, die da noch drauf sind, erstmal zu entfernen bzw. zu lösen. Das hat super funktioniert, denn der nächste Schritt war dann, nachdem ich das am gesamten Modell gemacht habe, natürlich erstmal alles grundsätzlich zu lackieren bzw. zu grundieren. Das habe ich mir ziemlich einfach gemacht. Das heißt, ich bin einfach nur hingegangen und habe dann das Führerhäuschen in Rot, also mit rotem, feuerrotem Spraylack anlackiert und alle anderen Teile, die ihr jetzt hier seht, bis auf die Fenster, dann mit matt schwarz. Nachdem die Farben dann alle komplett durchgetrocknet waren, habe ich einfach mal die Lokomotive wieder zusammengesetzt und mich so ein bisschen vom Gesamtbild dann mal beeindrucken lassen, denn das sah schon richtig gut aus, obwohl ich bis dahin eigentlich nur einen kleinen Arbeitsschritt gemacht hatte, hat mich das da schon richtig überzeugt. Aber ihr seht, der wichtigste Punkt, die Beschriftung, die fehlte hier noch komplett. Das heißt, wieder ans Foto natürlich geschaut, was ist da überhaupt an Beschriftung drauf auf so einer Lokomotive. Das Ganze dann, wie in dem Decoy-Video dargestellt, erstmal am Bildschirm gesetzt, ausgedruckt, auf normalem Papier, wie ich das da erklärt habe, hier auch nochmal verlinkt, und dann erstmal rangehalten, welche Größe ich dann haben möchte.
Nachdem ich mich dann auf eine Größe eingeschossen hatte, die ich gerne haben wollte, ging es dann an den echten Decoy-Bogen, wie ihr das auch aus dem Decoy-Video kennt. Ja, ich hatte drei Stück in Summe, das heißt einmal das schwarze DSB, die rote Beschriftung der Lokomotive selbst, hier jetzt als Baureihe fiktiv MK, und dann das Typenschild und dann die kleine Lokbeschriftung. Ja, ihr kennt es aus dem Decoy-Video, ansonsten natürlich die Empfehlung, schaut euch das nochmal im Detail an. Ich habe also als erstes das DSB-Decoy aufgebracht. Ihr seht jetzt hier auch rechts, es gab davor auch schon Fehlversuche, also das funktioniert nicht jedes Mal sofort. Ich hatte zuerst ein bisschen wenig Klarlack und das hat natürlich dann dazu geführt, dass das Decoy sich ein bisschen gezogen hat und nicht mehr matt schwarz war beim Auftragen, sondern so weiße Flecken hatte. Das hat mir nicht gefallen. Deswegen habe ich das dann nochmal neu gemacht. Deswegen sind das hier auch ja, so Reste, die da auf dem Boden kleben. Auch bei den roten Schildchen hat das nicht sofort beim ersten Mal auf Anhieb so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Das sind Dinge, damit muss man rechnen, wenn man mit diesen Decoys arbeitet. Darum meine Empfehlung, wenn ihr so einen Bogen selber gestaltet, zieht wirklich zu, dass ihr das mehrfach macht, dass ihr da also sehr, sehr viele Varianten vom gleichen Decoy habt, dass da auch nichts schief gehen kann. Denn nichts ist nerviger, wenn ein Decoy fehlt und sonst alles fertig ist. Ja, ich habe dann auch die kleinen Decoys aufgebracht, also Typenschilder, das Hochspannungszeichen, was an der Seite da auch noch drauf war, plus mein eigenes kleines Typenschild, also mit der Überprüfung vom Datum, wann ich das gemacht habe, plus natürlich der kleinen Adresse, die die Lokomotive hat, hier mit dem Decoder aktuell. Und das Ganze hat dann gar nicht mal so lange gedauert tatsächlich, ging also relativ flott und dann hatte ich schon die Decoys auf der Lokomotive drauf und das sah auch schon richtig flott aus. Ich war dann gerade so im Fluss und dachte mir, Mensch, dann machst du doch gleich weiter mit dem Thema Weathering Teil 1. Und habe mir dann Revell Aquacolor geschnappt und das Wasser, was ich sowieso von den Decoys noch da hatte. Und habe als erstes mal die Handgriffe bzw. Griffstangen am Führerhäuschen, wie in dem Foto gezeigt, in schwarz angemalt, sodass die sich hier ein bisschen abgehoben haben. Und habe dann die Ränder der Decoys schon mal angefangen, mit der schwarzen Farbe ein bisschen zu behandeln. Als nächstes bin ich dann mit der Farbe Aluminium hingegangen, hatte eigentlich vor, die kleinen Details ein bisschen hervorzuheben, habe dann aber als erstes mal tatsächlich die beiden Henschelsterne vorne und hinten jeweils mit Alufarbe aufgefüllt. Und das sah schon so gut aus, dass ich mir überlegt habe, da mache ich jetzt gar nicht mehr, denn zu viel überfrachtet das ja auch schnell. Das heißt also eigentlich nur noch die Seiten einmal ein bisschen bearbeitet. Und dann ging es auch schon ins Weathering, das heißt, hier bin ich jetzt erstmal in der Tupftechnik hingegangen, habe Ruß auf dem Dach simuliert in der Nähe vom Auspuff und bin dann ins Lasieren reingegangen. Das heißt, dass man nimmt so eine Farbe wie eben diese Revell Aquacolor, extrem viel Wasser, einen Pinsel, vielleicht auch noch einen kleinen Lappen und ein Stück Haushaltspapier, wie ich das da habe, und behandelt damit die ganze Lokomotive. Ihr seht jetzt hier auch, wie war das Ergebnis von dem Ganzen. Und man sieht leider, dass die Decoys hier noch so Ränder haben. Ansonsten seht ihr hier auch schon diese ersten Weathering-Effekte, dass das alles nicht mehr ganz so klar wird. Ja, oder hier jetzt mit auch ein bisschen brauner Farbe nochmal nachbehandelt. Das sah schon richtig cool aus nach einer gebrauchten Lokomotive. Oben auf dem Dach, das ist mir da zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz gut gelungen, da musste ich später nochmal ein bisschen ran. Aber ich habe dann angefangen, eben stückweise die Decoys mit Farbe am Rand nachzubehandeln und das hat gut funktioniert. Also ihr seht jetzt auch, wie sich das da immer weiter einbettet und habe dann als nächstes mit etwas Patina, Pulver auch nochmal Rost unten am Fahrwerk dazu gebracht. Dann nochmal eine Schicht schönen matten Klarlack drüber und dann seht ihr auch, wie die Farben ineinander greifen plötzlich. Dass also auch die Unterschiede dann nicht mehr so riesig sind. Man sieht die kleinen Alterungseffekte. Hier haben wir das fertige Ergebnis live jetzt im Video inklusive aller Funktionen, denn mehr hat sie ja nicht. Sie blinkt, sie leuchtet und es macht einfach einen genialen Eindruck. Dafür, dass das ein Modell aus der Startup-Serie ist,
im Preisbereich 70 bis 80 Euro habe ich mit diesen Optimierungen aus meiner Sicht da schon viele Veränderungen vorgenommen zum Positiven. Mir gefällt es richtig gut und ich hoffe, es gibt euch einfach eine Idee, was man aus diesen kleinen günstigen Lokomotiven rausholen kann. Vielleicht auch dem einen oder anderen den Mut, selber ein bisschen was auszuprobieren. Für mich war es das erste Mal und was ich daraus gelernt habe, ist, es ist tatsächlich nicht so schwer, wie man sich das vielleicht vorstellt. Man muss aber aufpassen, dass man einfach nicht zu viel macht. Ich glaube, das ist die für mich größte Herausforderung gewesen, den Punkt zu finden, wo man aussteigt und sagt, okay, das reicht. Ja, mehr möchte ich jetzt erstmal nicht machen. Die Lokomotive soll ja nicht so aussehen, als müsste sie nächste Woche verschrottet werden. So viel für heute. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und wenn ihr Ideen habt, was man noch alles so machen kann oder wie ihr auch eure Modelle bearbeitet, dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare, einfach hier unten rein. Vielen, vielen Dank, macht's gut.